Hey Freunde und herzlich willkommen. Tja, das war's wohl mit der YouTube-Karriere. Ab zurück in die Schauspielschule. Hey Freunde und herzlich willkommen bei eurem Tjulfa und willkommen zurück zu Five Nights at Freddy's 4, wo wir nun die zweite und dritte Nacht in diesem Part bearbeiten werden. Ja, ein ganz normaler Alltag, so ist wieder so wie immer, ne? Einfach ganz locker easy jetzt mal die Nächte hier durchhauen, ne? Kann ja nicht so schwierig sein, wir gucken einfach mal rein. Wow, und bei Five Nights at Freddy's 4 hocken wir ja in einem Haus drinnen. Ja, wir sind glaube ich ein Kind und die Animatronics sind einfach im Haus. Ich verstehe noch nicht so recht, wieso das ist und scheinbar, Moment, wie mache ich nochmal Licht? Wie mache ich hier nochmal Licht? Ah, doch, Steuerung, alles klar, geh zurück. Ich habe die Steuerung vergessen, vergessen, ist nicht gut. Hier ist eine Fliege bei mir im Zimmer, ist ein bisschen gruselig, die fliegt hier rum. Wie euch vielleicht auffällt, habe ich hier anstatt meinem normalen kleinen Popschutz jetzt noch meinen normalen alten Popschutz wieder dabei gepackt, ne? Also quasi mein normaler Popschutz und mein anderer normaler Popschutz. Weil der, den ich mir da so gekauft habe, den ihr hier so seht, das schwarze da. Oh, recht ist was. Der ist doch nicht ganz so effektiv, wie ich dachte. Oder ist hinter mir was? Guck mal hinter dich. Mach Licht. Ich kann nicht leuchten. Oh! Ah, die kleinen Viecher schon wieder. Ja, der kleine, den ich mir gekauft habe, der schwarze, der ist doch nicht so effektiv, wie ich gehofft und gedacht habe. Deswegen paare ich den jetzt zusammen mit meinem anderen Popschutz hier zum Einschwenken. Und damit ist die Audioqualität doch ein bisschen besser. Da werden die Pops wenigstens richtig geschützt, ne? Doppelt geschützt. Ja. Ich habe die ganze Nacht wach gesessen, um diesen Witz zu erfinden und aufzuschreiben. Der war richtig gut, oder? Schreibt in die Kommentare, Tjulfa, das war ein guter Witz und gebt den Daumen hoch. Könnt's auch lassen, ist eigentlich egal. Ja. Auf jeden Fall ist es jetzt wieder so ein bisschen besser. Bin jetzt wieder zufrieden damit, ne? Das war vorher alles so ein bisschen, ne, blöd. Ich hoffe, ich habe jetzt mit meinem dummen Gelaber so die Zeit überbrückt, bis es hier richtig losgeht. Weil es ist immer ein bisschen lange. Die Fliege geht mir auf den Sack. Die Fliege. Boah, was sind das eigentlich für Viecher, die hier auf dem Bett hocken? Machen die irgendwas? Sind die gefährlich? Oder hocken die einfach nur so da, um mir zwischendurch einen kleinen Jumpscare über den Rücken zu jagen? Oder muss ich da doch noch irgendwie die... Mehr... Oh, wer war das denn? Alter, das fiese Ab... War das Chica? Es hat ein bisschen gelb ausgesehen. Könnte Chica sein, könnte auch was anderes sein. Ich mach mal kurz meine Kopfhörer ein bisschen lauter, dass ich die Geräusche von den Animatronics richtig höre. Wir haben jetzt 2 Uhr, zweite Nacht. Sieht bis jetzt noch alles fresh und easy aus. Die Tür mache ich auf Shift zu, ne? Ja, genau. Nur, dass ich nochmal kurz die Controls alle in meine Way of Life drin habe. Und jemand hat auch mir auch in die Kommentare geschrieben, ich soll auf jeden Fall immer hinter mich gucken. Weil die Viecher halt auf dem Bett sein können, also die normalen Animatronics. Und ja. Und ansonsten, ja, mit diesem Plush-Trap-Ding, dieses Minispiel, was man da machen konnte am Ende von Nacht 1, was man, glaube ich, denke ich mal, jetzt nach jeder Nacht machen kann. Wenn man das Vieh nur so weit vorkommen lässt, bis auf das weiße Kreuz, oh, das war auf jeden Fall Chica, dann, kann man bis 2 Uhr nachts vorspulen direkt in der nächsten Nacht scheinbar. Wusste ich nicht, ist neue Info für mich. Ich weiß auch generell nicht zu viel. Ich kann auch nicht so gut lesen. Ich bin, ja, ich möchte da nicht weiter drüber sprechen. Es ist eine dunkle Zeit in meinem Leben gewesen. Und ja, jetzt konzentrieren wir uns weiter darauf, erstmal die zweite Nacht zu überleben. Bis jetzt scheint nur Chica in Action zu sein heute Nacht. Wow! Boah! 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 Ich bin noch da? Boah, war der ekelhaft. Von dem Jumpscare erhole ich mich in meinem Leben nie wieder, glaube ich. Jetzt bin ich geschädigt fürs Leben. Boah, war der heftig. Der hat richtig reingefahren. Hau mal ab, Fliege. Ich fange die jetzt erstmal, danach mache ich weiter. Also Freunde, ich weiß nicht, ob ihr mein Let's Play von RE77 geguckt habt. Wenn nicht, könnt ihr es euch mal ansehen. Müsste irgendwo in einer von meinen Indie-Horror-Einteiler-Playlists sein. Da habe ich mal gesagt, wow, das war der heftigste Jumpscare, den ich je hatte. Das nehme ich zurück. Das gerade war der heftigste Jumpscare, den ich je hatte. Wie abgefuckt sehen die Animatronics in Five Nights at Freddy's 4 denn bitte aus? Also der Jumpscare hat mich richtig kalt erwischt. Mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Chica jetzt an der Tür ist. Der hat mich richtig... Das war Overkill. Der hat mich aus dem Leben geschossen.
Biss, haben sich die Fußnägel so aufgerollt nach hinten, ey. Oh, rechts ist was? Hi! Nein, doch nicht. Ist hinter mir wieder was? Ja, hinter mir sind wieder die kleinen Mistviecher. Ist im Schrank was? Wow, wow, wee, wow. Das war wirklich, ey, mit dem Jumpscare. Da werde ich wahrscheinlich noch die ganze Folge hinterher heulen. Boah, war das widerwärtig. Damit, oh, da hinten war schon wieder Chica. Hau bloß ab. Hau bloß ab. Die hört man auch nicht kommen, ne? Die hört man auch gar nicht kommen. Ich glaube, ich muss mir da mal ein bisschen schlau machen. Oh, da war Bonnie. Muss mich noch ein bisschen schlau machen, wie genau das hier abläuft. Weil ich glaube, man muss auch irgendwie auf Atemgeräusche achten oder so. Und wenn man irgendwie Atemgeräusche hört, muss man die Tür zuhalten, anstatt dass man leuchtet oder so. Ganz ehrlich, Freunde, ich weiß es nicht. Ich mache meine Kopfhörer mal noch ein bisschen lauter, damit ich mehr höre. Man muss, glaube ich, hier wirklich in Five Nights... Oh, links ist was? Keine Atemgeräusche, okay. Junge, Junge, Junge. Hinter mir sind wieder die kleinen Kollegen. Die machen bestimmt irgendwas. Irgendwas machen die bestimmt. Links ist was. Rechts? Irgendwas ist unterwegs. Ah, da war Chica. Da war Chica. Okay. Also man muss garantiert, wenn man die Türen so aufmacht, muss man so hören, ob die Viecher atmen und dann die Tür zuhalten oder leuchten. Für eins muss man sich entscheiden. Und ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. So wie wir es eben gesehen haben, oder ich zumindest. So, da habe ich kurz ein bisschen Durchfall gehabt. War nicht toll. Ist natürlich dann jetzt schwierig, das Gameplay ordentlich zu kommentieren. Man muss sich schon wirklich konzentrieren. Damit man hier nicht weggesnackt wird von unseren netten Freunden. Hallo. Links. Ist nix. Ah, okay, Bonnie war da. Aber es hat niemand geatmet, immerhin. 3 Uhr haben wir wieder. Hören wir mal rechts. Ah, da war Chica, aber nicht an der Tür vorne. Links. Kein Atem. Immer noch links. Links ist irgendwas. Ganz sicher. Irgendwas ist links. Ich höre da Schritte. Da habe ich gerade Atem gehört. Ihr müsst auf jeden Fall... Ich gucke mal, dass ich das Spiel für euch auf eine angemessene Lautstärke mache, dass ihr das auch hört, was ich höre. Okay, da war Chica. Oh, das ist auf jeden Fall... Man muss sich viel mehr konzentrieren wie in den anderen Teilen. In den anderen Teilen konnte man ein bisschen mehr... Bisschen mehr Scheiß erzählen, während man... Okay, da war Bonnie. Bisschen mehr Scheiß erzählen, während man das gespielt hat. Aber hier muss man sich eindeutig mehr konzentrieren. Eindeutig mehr konzentrieren. Man muss viel mehr sich bewusst sein des Spiels. So, ne? Man muss halt auf die Umgebungsgeräusche und alles achten. Das ist ein ganz anderes Erlebnis. Okay, da war wieder Chica. Ganz am Ende vom Gang, aber verdammte Mistfliege. Da war gerade nichts. Ist auf dem Bett wieder was? Da lockt wieder eins von diesen Freddy-Dingern. Die sehen auch richtig ekelhaft aus, ne? Da war auf jeden Fall was gerade. Das ist auch so laut auf den Kopfhörern, weil ich die Dinger... Halt die Kopfhörer so laut hab, damit ich alles höre. Boah! Das Spiel killt mich, ey. Das ist zu viel. Das ist zu viel. So, Freunde, da sind wir jetzt bei der 4-Uhr-Marke. Und Five Nights at Freddy's 4 ist definitiv... ...definitiv schwieriger als die anderen Teile. Man muss so viel mehr auf seine Umgebung achten. Das ist so ekelhaft. Auch wenn die Viecher an den Türen sind. Es ist einfach, ich muss mich wirklich konzentrieren. Ansonsten, das ist nur Nacht 2. Das ist nur Nacht 2. Und es ist jetzt schon Krampf im Arsch. So ein kleiner Krampf. Der Krampf wird garantiert nur größer in den nächsten Nächten. Oh. Nichts da. Ja, ich musste mir wirklich eben schon Infos holen.
Fuck! Ja, Freunde, wir sind wieder bei der 4-Uhr-Marke. Und ganz leise. Okay, der Gang war clear, der Gang war clear. Dann wieder aufs Bett leuchten, da ist auch alles clear. Eben war sogar mal Foxy im Schrank, in Nacht 2. Okay, clear. Foxy war einfach im Schrank. Oh, ist schon wieder da. Fuck. Hi. Ja, aber er chillt noch. Alles klar. Der chillt noch. Die Boys hinter mir sind auch wieder auf dem Bett. Ah, wieder mal links. Clear. Okay, wir haben 5 Uhr. 5 Uhr. Ja, nochmal kurz bei Foxy gucken. Mal checken. Hi. Ah. Mal kurz zuhalten. Zu. Leuchten. Okay. Foxy ist gesaved. So jetzt. Oh, da ist jemand. Und clear. Links. Clear. Okay. Nochmal hinter uns aufs Bett gucken. Aber die Nacht müsste jetzt eigentlich geschafft sein. Eigentlich. Ich check nochmal Foxy lieber. Ah. Nochmal kurz zuhalten. Okay. Foxy ist auch gesichert. Ja, komm jetzt. Letzter Gang. Letzter Check. Komm schon. Clear. Sehr schön. Da dachte ich gerade kurz, vielleicht ist Chica doch da. Chica hat mich so oft gekriegt. Ihr könnt euch nicht vorstellen. Endlich. Zweite Nacht geschafft. Freunde, es ist kein Witz. Ich sitze jetzt bestimmt seit 1,5 Stunden an der zweiten Nacht. An der zweiten Nacht. Das Spiel ist definitiv nicht auf mich zugeschnitten. 3 Tage bis zur goddamn Party. Und wenn mal wieder eine kleine Zwischenszene. Wir liegen wieder unterm Tisch und weinen. Er ist ohne dich gegangen. Er wusste, dass du es hier hast. Du bist genau neben dem Ausgang. Wenn du rennst, kannst du es schaffen. Dann los, lauf, steh auf, beeil dich, renn zum Ausgang. Na los, komm, wo ist denn der Ausgang? Hier. Nein, erinnerst du dich an das, was du gesehen hast? Der Ausgang ist in die andere Richtung, beeil dich und geh. Also los, wer ist da? Es ist zu spät. Beeil dich und renn in die andere Richtung und finde jemanden, der dir helfen kann. Du weißt, was passieren wird, wenn er dich schnappt. Also los, in die andere Richtung, lauf, weg. Du kannst Hilfe finden, wenn du an ihnen vorbeikommst. Du musst stark sein. Dann los, komm. Oh, unterm Tisch? Da sind wir sicher? Sind wir unterm Tisch sicher, wenn wir da uns hinlegen und weinen? Morgen ist ein anderer Tag. Ja, ist irgendwie jeden Tag alles anders. Und mal wieder Spaß mit Plushtrap. Fun with Plushtrap. Okay. Okay, wenn wir Plushtrap genau auf dem X anhalten, wie es jemand in die Kommentare geschrieben hat, können wir bis 2 Uhr skippen. Also mal sehen, ob wir das hinkriegen. Er darf uns nicht kriegen. Das ist das Wichtigste. Weil wenn er uns kriegt, sind wir tot. Er kommt. Ah, das war zu früh. Das war zu früh. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn er uns kriegt. Ob uns dann irgendwie Fortschritt verloren geht oder so. Ah, okay. Er ist da rechts in die Tür reingegangen. Komm schon raus, Plushtrap. Komm. Ah! Da sitzt er. Komm, weiter. Du hast noch 17 Sekunden. Er will. Er will. Wir müssen ihn ganz genau auf dem X anhalten. Genau auf dem X. Jetzt. Nein. Ach Gott, damn it. Naja, egal. Too bad. Zu schade. Naja, Freunde, ich hatte zwar gesagt, wir sehen Nacht 3 und Nacht 2 in diesem Part. Aber Nacht 2 hat mir gerade einfach so viel Nerven gekostet. Das machen wir einfach im nächsten Part, Freunde. Wir sehen uns morgen in Nacht Nummer 3 bei Five Nights at Freddy's 4. Und das Spiel ist sehr viel schwerer, als ich gedacht hätte, ey. Mein Gott. Euer Trilfer verabschiedet sich. Macht's gut. Und bis dahin. Sieht PT-mäßig aus. Also ist stark davon inspiriert scheinbar. Hier liegt irgendwas.
irgendwas da unten? Wir können ja zoomen. Das ist ein fucking Knochen einfach. Okay. Okay, alles klar. Ich meine, ja, man muss auch mal Knochen sammeln.